Hallo, meine frugalen Freundinnen und Freunde, willkommen bei meinem ersten Einkauf an diesem, also in dieser Woche. Am Wochenende habe ich so einiges eingekauft, aber konnte kein Video machen. Davon werde ich euch aber in einem anderen Video erzählen. Genau, da habe ich noch eine komplette Pleite erlebt. Ich hatte Fisch gratis auf der Arbeit mitnehmen können und ja, ärgerlicherweise war der dann schon schlecht, als ich ihn machen wollte am Sonntag. Beziehungsweise hat sehr intensiv nach Fisch gerochen. Jetzt weiß ich nicht, ob der wirklich schlecht war. Aber ich wollte kein Risiko eingehen. Und ja, wir haben dann Essen beim Thailänder bestellt. Naja, etwas ärgerlich. Aber was soll's, da hat meine Sparwut dann doch mehr gekostet, als sie mir eingebracht hat. Naja, okay. Gut, aber wir kommen dann zu meinem ersten Einkauf in dieser Woche. Da war ich im Rewe, Pennymarkt und im DM. Da habe ich ein Mega-Schnäppchen gemacht. So, ich habe Butter geholt. Gab es in der Grabbelkiste für 2 Euro. Nee, 1,95, genau. Dann vegane Cevapcici von Green Force und Mini-Frikadellen. Die essen wir ja so zwischendurch. Die haben jeweils 1,09 € gekostet, weil die etwas kürzer haltbar sind. Also 90 Cent Rabatt gab es auf jede Packung. Dann wollen wir Ramen machen die Woche. Dafür habe ich dann den Bio-Tofu mitgenommen für 2,19 €. Da sind Chips frisch im Angebot mit 1,29 €. Und Käse habe ich mitgenommen für 2,91 €. 91 ist die Woche im Angebot für 7,90 € das Kilo. Dann habe ich noch Mitarbeiterinnenrabatt bekommen von 94 Cent. Das sind ja einmal 5% und einmal 2,5% Rabatt, die ich aktuell bekomme. Und insgesamt hat mich der Einkauf 11,58 € gekostet im Rewe. Und genau, 5 Payback-Punkte habe ich bekommen. So, dann war ich direkt danach im DM und da habe ich dann den Mega-Schnapper gemacht, tatsächlich. Endlich gab es Ariel. Habe ich dann einmal flüssig Color mitgenommen, einmal Color auch in Pets und was ihr jetzt nicht seht, und noch einmal Pulver. Das ist schon unten im Keller, weil ich dringend Waschpulver brauchte und ich nichts mehr da hatte. Könnt ihr aber hier auf dem Kassenzettel sehen. Das Pulver war Vollwaschmittel. Es hat jeweils 7,95 € gekostet, also 23,85 €. Die werde ich aber komplett wiederbekommen, weil es ja gerade diese Gratis-Testen-Aktion gibt. Könnt ihr auch auf den Packungen sehen. Die drei verschiedenen Packungen kaufen, auf einen Kassenbon am besten, und das komplette Geld zurückbekommen. Das heißt, diese 23 € bzw. knapp 24 € werde ich zurückbekommen. Und hatte noch diverse Payback-Coupons. Einmal ein 33-Fach-Coupon auf Waschmittel. Das ging ja natürlich dreimal, 33 Punkte. Und ein 15-Fach-Coupon auf den kompletten Einkauf. Also habe ich 549 Punkte bekommen. Und das heißt, mit diesem Einkauf habe ich 5,49 € verdient. Unglaublich. Ich freue mich echt, wenn das klappt. Wahnsinn. Ich muss sagen, Ariel riecht intensiv. Aber wenn es nicht gratis gäbe, würde ich es nicht kaufen. Da kaufe ich ja dann das Bio-Pulver. Aber jetzt gratis, sage ich da definitiv nicht nein. Freut mich mega. Genau, und dann war ich noch im Pennymarkt. Wir brauchten neue vegane Wurst. Da habe ich dann Paprika Lyoner gekauft und Grillgemüse für jeweils 85 Cent. Dann gibt es heute Regenbogenforellen. Und heute gibt es dann wirklich den Fisch. Den habe ich letztens im Kaufland gekauft. Kilo für 6,99 €. Das hat mein Mann schon abgetaut. Und dazu gibt es Pommes und gemischten Salat. Genau, die Pommes haben 1,99 € gekostet. Und veganes Hackfleisch. Ich habe nämlich Paprika aus dem Abfall retten können und Orangen und Stangensellerie
Und so war richtig gut, war ein richtig guter Beutel, den ich da erwischt habe, beziehungsweise die Sachen, die ich aus dem Abfall genommen habe. Und ein Kopfsalat auch noch. Da waren die meisten Blätter oll, aber nachdem ich die abgemacht habe, ungefähr die Hälfte ist noch richtig gut und frisch. Den werde ich dann jetzt auch die Tage essen. So, insgesamt hat mich dann, genau, Mitarbeiterinnenrabatt habe ich auch noch wiederbekommen. Da gibt es aber nur die 5%, 29 Cent und 5,48 €. Das heißt, wenn ich die Payback-Punkte hiermit einrechne, war dieser Einkauf für mich gratis. Genau, ich habe nämlich auch zwei Payback-Punkte bekommen. Okay, dann hat mich der Einkauf 1 Cent gekostet, tatsächlich. Wenn ich das so verrechne. Ich freue mich mega. Gut, dann werde ich jetzt die Pommes in den Backofen werfen und den Fisch fertig machen. Wäsche läuft gerade, deswegen seht ihr nur zwei Packungen. Ich wollte es nicht noch extra aus dem Keller holen. Gut. Naja, war eine durchwachsene Woche letzte Woche. Ja, heute habe ich nur kurz gearbeitet bis 14 Uhr. Es regnet in Strömen, richtig furchtbar. Naja, gut. Morgen habe ich einen recht langen Tag und danach gehen mein Mann und ich auch noch zum Sport. Mal gucken, wie das wird. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Urlaub im Ende Mai tatsächlich. Gut. Dann wünsche ich euch eine genauso erfolgreiche Woche, wie ich sie jetzt hatte. Genau, ich habe gestern noch Käsekuchen gebacken. Im Pennymarkt gab es ja Quark für 99 Cent. Da habe ich dann zwei Packungen mitgenommen. Es gab erstaunlicherweise Samstag noch. Quark. Erstaunlich. Upsala. Habe ich hier vielleicht den Kassenzettel dafür? Genau. Nee, das hatte ich euch schon gezeigt. Falscher Kassenzettel. Gut, egal. Okay. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr Videos sehen möchtet. Drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Und wir sehen uns, wir hören uns bei meinem nächsten Einkauf wieder. Bis dann.